Am 19. Februar hat die Stadtbibliothek Wismar in das Zeughaus eingeladen. Zu Gast war der Journalist Steffen Dobbert. Der gebürtige Wismarer stellt sein Buch mit dem Titel Ukraine verstehen vor. Der Schriftsteller wurde begleitet von der ukrainischen Band Tanka Taka. Ihre Musik setzt sich unter anderem mit dem Krieg in der Ukraine auseinander. Die Geschichte der ukrainischen Nation ist geprägt von Selbstbehauptung und Befreiung. Gleichzeitig sind grausame Verbrechen an der Bevölkerung verübt worden. So zum Beispiel in Holodomor, eine von Stalin organisierte Hungerskatastrophe, in der Menschen Gras, Pferdemist und Menschenfleisch essen mussten. Bereits der Versuch, Informationen aus der Ukraine zu verbreiten, wird von den Kommunisten nicht geduldet. Der Buchtitel ist, glaube ich, selbsterklärend. Ukraine verstehen, Politik, Geschichte und Freiheitskampf. Das Buch möchte in allererster Linie ein Angebot schaffen, die Ukraine zu verstehen, die Nationswerdung der Ukraine und auch die Hintergründe des leider immer noch andauernden Krieges. Das Buch ist bereits in der zweiten Auflage. Auf 207 Seiten ist die Geschichte der Nation zusammengefasst. Steffen Dobbert war es wichtig, jedes Kapitel in der Historie aus einem Blickwinkel einer Person zu schreiben. Ich hoffe, mein Vater ist nicht grundlos gestorben. Ich hoffe es wirklich. Es liegt an den Bürgern dieses Landes. Ich würde mal die These aufstellen, dass in Städten wie Wismar, deswegen freue ich mich sehr, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet, in den Jahren, spätestens seit 2014, das Wissen über die Ukraine etwas begrenzt war. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darüber reden. Im Anschluss gab es eine Podiumsdiskussion gemeinsam mit dem Wismarer Bürgermeister Thomas Bayer, Steffen Dobbert, der Sängerin von Tanka Taka, Tetjana Kosokorenko und der Politikwissenschaftlerin Dr. Ludmila Lutz-Auras. Gemeinsam tauschten sie sich über die ukrainische Geschichte und der aktuellen Situation im Land aus. Ich finde es schon wichtig, dass wir auch auf diese Art und Weise mal versuchen zu reflektieren, was da in der Ukraine eigentlich passiert, auch ein bisschen vielleicht die Geschichte reflektieren und so es ein Angebot gibt für die Menschen hier aus Wismar, für die Leute aus der Region, vielleicht auch für diejenigen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Das Ziel der Veranstaltung, die Geschichte, Politik und aktuelle Situation in der Ukraine verstehen. Am 24. Februar jährt sich der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal.